Wer die Zukunft Europas mitentscheiden will, muss sich jetzt entscheiden. Unter diesem Motto war SPÖ-EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried dieser Tage im Bezirk Voitsberg unterwegs, um noch einmal für die EU-Wahl Stimmung zu machen. Man bestimmt sein eigenes Leben mit. Als Beispiel Lebensmittelverpackungen. Da steht drauf, was drinnen ist. Nicht? Und das ist so klein geschrieben, dass es manche gar nicht mehr lesen können. Das ist nicht Zufall. Das hat die Mehrheit im Europäischen Parlament so beschlossen. Das regeln nämlich wir. Und es gibt halt welche, die wollen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht alles lesen können. Wir wollen aber, dass es groß draufsteht, dass man gleich erkennt, ob es gesund oder ungesund ist. Aber um das durchzusetzen, müssen wir gewinnen. Und es wird auch geregelt, was im Lebensmittel drinnen ist, wird auch von uns geregelt. Und das Saatgut, das verwendet wird, wird auch von uns bestimmt. Das heißt, es gibt so viele Kleinigkeiten, die das tägliche Leben der Menschen bestimmen, und das kann man mit beeinflussen, wenn man zur Wahl geht. Wenn man nicht hingeht, kann man nichts mit beeinflussen. Organisiert wurde der Bezirksbesuch von Jörg Leichtfried von der SPÖ-Bezirksorganisation Voitsberg. Ja, die EU-Wahl ist eine ganz wichtige Wahl, und das heißt ja immer, die EU ist so weit weg, und da ist es ein Bedürfnis von uns und der SPÖ Voitsberg, unsere Spitzenkandidaten in den Bezirk zu bringen und sie angreifbar zu machen. Das heißt, dass man mit ihnen reden kann, die Probleme unseres Bezirkes zu sagen, und deswegen bin ich auch wirklich sehr stolz, dass es gelungen ist, einen Jörg Leichtfried, aber auch einen Eugen Freund bei uns in dem Bezirk begrüßen zu können. Am 25. Mai findet die EU-Wahl statt. Und was die Frage betrifft, ob man zur Wahl gehen sollte oder nicht, sind sich die heimischen Politiker einig. Man sollte zur Wahl gehen, weil wir Europäer sind und weil das Europäische Parlament, was ja am Sonntag gewählt werden soll, eine ganz wichtige Institution auch für Österreich, für unsere Region ist. Auch unsere Region, die Arbeitgeber, die Firmen und auch für Qualifikation wird sehr viel EU-Geld lukriert, und somit haben wir auch einen enormen Vorteil aus der EU. Wie Sie es wahrscheinlich wissen, werden ja 70% der Gesetze schon bei der EU abgeschlossen, und da haben wir eigentlich gar keine andere Chance mehr. Und das wird eigentlich in Österreich etwas schlecht über die Medien verbreitet. Warum sollte man jetzt zur EU gehen? Ich bin seit vergangenem Wochenende Landesvorsitzender der SPÖ Bauern, und wir werden jetzt im Bereich der Agrarpolitik eine neue Ära anstreben, GAP-Reform 2020. Und da ist es wichtig, dementsprechende Unterstützung seitens der EU zu erlangen, weil doch quasi sozusagen die Fördermittel zu 100% von der EU aus unterstützt, gefördert und entschieden werden. Weil meiner Meinung nach die EU-Wahl die wichtigste Wahl überhaupt ist, weil in Brüssel einfach alles passiert. Wir entscheiden sehr viel in der EU mit. Wir bekommen auch sehr viel von der EU zurück. Das heißt, unsere Fördertöpfe zum Beispiel sind sehr gut gefüllt. Wir sind eben nicht nur, wie immer publiziert wird, Nettozahler, sondern wir können auch mit entsprechender Vertretung sehr viele Förderungen wieder in unsere Region zurückholen. Und deswegen appelliere ich auch an alle, diese Wahl sehr wichtig zu nehmen. Sie ist einfach eine Vertretung für uns in Brüssel und in der gesamten Europäischen Union. Man sollte generell zur Wahl gehen, weil in anderen Ländern kämpft man noch darum, zur Wahl gehen zu dürfen. Und ein erworbenes Recht sollte man nie aufgeben. Und man wird ja auch nicht zulassen können, dass ein geringer Prozentsatz über das entscheidet, was die Zukunft bringen soll. Also zur Wahl gehen. Also ich würde sagen, eine ganz wichtige Wahl. Ich weiß, dass es immer Pro und Contra gibt, für die EU-Wahl zu gehen oder nicht zu gehen. Aber ich sage immer so, meine Meinung, man soll zur Wahl gehen, einmal in ein paar Jahren 5 Minuten sich Zeit nehmen zu wählen, weil schließlich werden in der EU sehr viele Gesetze verabschiedet, die wir in Österreich faktisch nicht mehr durchwinken und wir faktisch diese Gesetze übernehmen. Zu einer Wahl sollte man immer gehen, weil es gibt gerade bei der Europawahl alle 5 Jahre die Möglichkeit, sich einbringen, von dem demokratischen Recht Gebrauch zu machen, und auch wenn man nur eine Stimme hat, aber mit dieser einen Stimme kann man doch letztendlich seine Meinung kundtun. Die EU-Wahl am 25. Mai. Sie entscheiden über Ihre Zukunft.